das denn für ein geiler Pokal? Ja, komm mal. Das ist ja wie Egon Kowalski, Digga. So, okay. Heute spielen wir gegen Alex. Mein letzter Kampf in der Regular Season. Sneasler. Torn. Guja. Wie heißt das? Maus. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Zwiebs oder so. Famibs. Vikavolt. Und Avalak. Ava Max, habe ich recht. Ich fange mit Milotic. Aber Milotic ist eigentlich offensichtlich der Lead und dann könnte er mit. Ich denke, ich fange mit Panferno an sogar. Verzeihung. Ich fange mit Panferno an. Und dann kann ich direkt die Rocks rauslegen. Mit wem will er reinkommen? Mit Avalak, den treffe ich vierfach effektiv, wenn er. Wenn er auf Dings geht, nicht mehr auf Terra Fight, aber das ist alright. Dann kann ich ihn immer noch mit Dings neutral treffen. Mit dem Flare Blitz. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. Er hat seinen Gligar nicht dabei, das ist ziemlich gut. Ich gehe direkt in den Kalk. Lead mit Avalak, das war klar soweit. Avalak Hisui. Physisch Defense, ich bin mit Ganferno drin. Der macht mir halt super wenig und der Klaus Combat killt, aber wenn er auf Terra Fighting geht, und das wird er, dann mache ich noch super wenig. Ich kann ihn lieber knocken. Oder ich kann selber die Rocks rauslegen. Und der kann die wegspinnen, nicht auf den Abschlag. Ich könnte auch Fairy gehen, das wäre nicht bad. Fighting. Macht natürlich super wenig, ist klar. Was hatte der? Lefties. Der natürlich Body Press. Ja, dann macht er halt ultra viel. Deswegen gehe ich sofort raus in Huibu und hau den eine Psychokinese um die Ohren. Worauf geht er? Body Press. Okay, was ist denn seine Antwort auf ihn hier? Könnte auf die Maus gehen oder auf Guja, aber er weiß noch nicht, dass ich speziell bin oder dass ich Mix bin. Dann gehe ich eigentlich auf die Psychic. Marco ist sein Torn. Okay. Der natürlich ein Knocker. Aber wir haben die Culberberry und damit ist es gar nicht so schlimm. Die Frage ist, hat der jetzt ein Item oder nicht? Ich glaube fast nein, da gehe ich auf den Poltergeist. Mach ich mal. Wer kommt jetzt rein? Die Maus? Nee, Guter.
Assault Vest. Das macht super guten Schaden. Und dann gehe ich nochmal auf den Poltergeist. Und Tetschnecker hat keine Recovery, das wissen wir. Ja, was machst du jetzt? Gibst du mir die Psychic in Avalak oder bleibst du mit Teleschnecke drin und kassierst nochmal solide 40%? Das würde ich jetzt gerne sehen. Ich bin nämlich speziell defensiv. Drop the Draco. Das reicht nicht. Das ist super gut. Triff bitte. Danke. Der nächste wird töten. Das Problem ist, er hat jetzt einen Free Switch in das Mausding, weil die Psychokinese reicht nicht. Und gegen das Mausding muss ich raus, weil er sich sonst aussetzt wahrscheinlich. Ich hoffe einen Leitteiler, aber wenn er raus switcht, teile ich mich hoch. Und wenn er drin bleibt, also dann sterbe ich eh, weil er keinen Dings hat. Ich hoffe einen Leitteiler. Yes! Mickey Mouse kommt rein. Richtig predicted. Und wir gönnen uns ein paar lecker schmeckere KP. Und dann. Ich gehe nochmal auf die Maus. Wie heißt die denn? Maushold, mein Gott. Gegen. Weebu. Mit der Psychic machen wir 25%, wenn es gut läuft. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal rein. Die Culberberry ist in Full Effect. Das macht relativ wenig Schaden. Die macht jetzt maximal 32%, also 96 KP. Ich könnte jetzt easy rausgehen in Panferno. Warte. Ah, nee, kann ich nicht. Ich bleib drin. Das muss ich mal eben überlegen. Der ist ja schneller. Der ist auf jeden Fall Tidy Up Sweeper. Dem bin ich schneller. Da kann ich reingehen. Der Fußkick sollte killen. Ich glaube, ich mache das riskante. Wie viel macht der denn auf Schlängli? Oh, macht das viel. Komm, ich probier's. Ich probier's. Fuck it. Ah, geht auf die Kehrtwende. Das war ein Crit. Na super. Aber jetzt muss er, also, wenn er jetzt nicht in seinen Scarf vergeht, force ich einen Kill. Außer gegen den Avalak, dann muss ich raus.
Triple Axel tötet den halt, ne? Wenn er nicht Scarf ist, dann tötet die Triple Axel den. Weil ich bin schneller. Warte mal. Habe ich mich plus Speed? Doch, ich bin schneller. Der sollte killen. Ah, der ist Garf. Jetzt gehe ich in Panferno. Auf Panferno ist die Antwort. Warte mal, auf dem Level. Auf dem Level. Könnte HDGDL töten. Der Moonblast tötet hier. Der Moonblast tötet hier. Der Moonblast macht immer 30. Also wenn er komplett full invest mit Assault West ist, mache ich immer noch 35% und dann killt das hier. Ja. Und jetzt gehe ich raus in Milotic. Jetzt die Toxic abzubekommen wäre nicht so cool. Naja, sagen wir so, immerhin war es kein Dings. Keine Poison, habe ich recht. Ja, das Problem ist halt, der tötet einfach alles, ne? Wenn er trifft. Wenn er trifft. Wenn er trifft. Dann poker ich darauf, dass er nicht trifft. Dann poker ich jetzt drauf, dass er nicht trifft. Mülltreffer trifft immer, apparently. Auf den Flare Blitz. Ja. Wie heißt Mülltreffer denn nochmal auf Englisch? Gunshot.
Mülltreffer und ich, wir wären keine Freunde. Wir wären einfach keine Freunde. Ich sag euch das. Es ist jedes Mal Mülltreffer. Es ist jedes Mal Mülltreffer. Bro. Gut. Das war ein doch relativ schneller Kampf. Ja, dann kannst du auch für 5 von 5 gehen, du Affe. Ja, jetzt kannst du nochmal sein cooles Set zeigen. Mega nice, richtig gut. Ja. Stell dir mal vor, jetzt hätte ich noch ein Dings. Jetzt hätte ich noch einen Shadow Sneak. Ja, das war ein relativ schneller Kampf. Insofern, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in den Playoffs. Haut rein.